Oder ich richte es doch nochmal zu einer Seite aus. Wollen wir mal schauen. Irgendwie muss ich die doch... Ich meine, es funktioniert so, dass man die aktivieren muss. Während die andere noch aktiv ist. Na also, ich war nur zu langsam. Seht ihr, wir müssen beide aktivieren, damit diese Statue hier später kriegt. Ah, und jetzt kann ich sie wieder Ramme wahrscheinlich zerstören. Ich war nur zu langsam, was die Glocken betraf. Aber interessant ist, dass sie den Anführer der Götter oder den Anführer der Titanen hier haben. Obwohl man ja auch Gaia als Anführerin betrachten könnte, aber naja, es sind wilde Zeiten, ne? Jetzt müsste es aber gehen mit dieser Brachial-Methode. Jawohl. Deswegen sage ich mal, ah, gute Wie, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play God of War 2. Eben wollte ich auf einmal seit langem wieder sagen Chains of Olympus oder Gods of Sparta oder irgend sowas. Ne, willkommen zurück zu Let's Play God of War 2. Wir sind im Tempel der Molchen. Und scheinen uns dem Finale zu nähern, bald. Ah, jetzt kann ich das hier schon fast aufs Maximum bringen. Den Speer. Nicht aufs Maximum, aber auf die nächste Stufe. Nur reale Schädel habe ich eh nie verwendet, so gut wie nie. Braucht viel zu viel, hat viel zu viel langen Start-up. Bis da mal was passiert. Ich schaue mich gerade hier um, ob es hier noch was zu holen gibt. Nee. Okay. Magie-Reserve da könnte vielleicht nützlich sein, die ich aufgehoben habe. Aber jetzt wollen wir erstmal schauen, was. Nee! Wieso lässt du es denn wieder los? Hoch mit der Schose geradeaus. Los, 1, 2, 3. Hopp! Oh ja, der Thron der Lachesis. Hier sind die ganzen Schicksalsfäden. Wir Mäuren bestimmen das Schicksal aller. Ich war es, die die Niederlage der Titanen entschied. Und ich war es, die dich so weit kommen ließ. Es ist dir nicht bestimmt, Zeus zu töten. Nie wieder werdet ihr mein Schicksal bestimmen. Mir scheint, Gaia hat dich mit ihren Lügen umgarnt. Ich habe euch gewarnt. Lasst mich durch! Du amüsierst uns immer wieder aufs Neue. Doch wisse, Sterblicher. Keine Macht ist größer als die der Schicksalsgöttinnen. Fordere uns heraus. Und du wirst sterben. Na gut. Los geht es also. Ich denke mal, bei dem Kampf ist es nützlich, wenn ich die ganze Zeit nur kontere. Ja. Also, der Kampf hat natürlich, wie könnte es auch anders sein, auch mehrere Phasen. Wir müssen ja uns um alle Schicksalsschwestern kümmern. Friss das. Ach, jetzt spielen wir jetzt hier Tennis, ja. Ich spare erstmal an Magie, was ich sparen kann. Oh! Jetzt war ich... Hey, jetzt bin ich aber auf einmal zu langsam. Was ist denn hier los? Sag mal! Na, also geht doch. Ich stelle die Magie-Energie wieder auf. Sag mal! Geht doch. Ach, fuck it. Hier, friss das. Nein! Ich war am Anfang so gut mit dem Kontern und jetzt...
Brauche ich noch Mist? Oh, willst du mich mal verarschen? Willst du mich verarschen? Achso, die ist ja schon in der Art nächste Phase, oder was? Eieiei. Na komm, wirf nochmal, wirf nochmal, wirf nochmal. Hier, das für dich. Stop it mit deinem Content. Also. Hey. Ach so. Bei dieser Welle kann ich nicht kontern. Hey. Ich habe böse Energie verloren. Weil die alles immer zurückschleuderte. Hier, das für dich. Flieg davon, Kratos! Wow. Verdammt. Na komm, was willst du? Tanzen wir, oder was? Fang mal. Spielsatz und Sieg. Oder nicht? Tja, das ist das Problem mit euch, Schurken. Du bist ja den Held, dem Held, obwohl, ist Kratos ein Held? Ich würde sagen, nein. Man muss ja nicht immer, aber dem Hauptcharakter irgendwelche Hilfen geben. Jetzt ist gut, dass ich nicht auf dem Boden bin. Wow! Du Miststück. Hehe, hast du dir so gedacht? Aua. Hier, schleudere dir das auch zurück, wenn du willst. Machen wir jetzt wieder die ganze Zeit Tennisspiel oder was? Ich bleib jetzt mal oben. Und fang mal. Oh, hat das wehgetan, Lachesis? Ach, diese Aussicht hier. Herrlich. Friss das. Wow, wow, wow. Jetzt drehen wir aber durch hier. Schlimmer als Shao Kahns Hammer, ne? Holy moly. Guck mal, ich habe meine Energie fast wieder voll. Sehr nett. Ho, ho, ho. Na, willst du nochmal? Willst du mal? Willst du mal? Willst du mal? Ja, jetzt kannst du nicht mal ein Ziel nie, oder was? Friss! Finisher! Was zum... Wie soll ich sie denn erwischen, wenn die da oben ist? Tolle Tennisparade wieder. Weg! Au! Scheiße, ich war zu langsam. Achso, ich hätte einfach nur hinspringen müssen. Du bist du ein Miststück. Trotze nicht dem Schicksal, Kratos.
Denn wir waren es, die deinen Lebensfaden gesponnen haben. Und nun endet dieses Leben. Wir bestimmen dein Schicksal, sterblicher Narr! Wenn wir es wollen, endet dein Leben. Oder es geht weiter. Apostel, sowieso ein Miststück, ne? Erinnere dich, Kratos. Das Schwert, auf dem du stehst, brachte dir den Sieg über Ares. Ohne es bist du es, der heute stirbt und nicht Ares. Wir können deine Vergangenheit ändern und deine Zukunft bestimmen. Das ist die Macht der Mäuren. So, jetzt müssen wir über der Orakel dämmen. Jetzt müssen wir bei diesem Kampf uns beeilen. Dass das Schwert nicht zerbricht. Verzieht euch einfach, ihr Mistviecher. Ach, scheiße. Ach, sie haut ab. Ich muss schnell darüber, sonst zerstört sie das Schwert. Na toll. Na toll, ich hab scheiße gekontert. Ey? Stresst mich mal nicht alle so. Na toll. Und toll, und wenn mir das Content gelingt, ist sie weg. Friss. Na toll. Was wollt ihr denn hier alle? Das ist für dich. Also wir müssen uns beeilen, hier gegen sie fertig zu werden. Toll. Denn zerbricht dieses Schwert, scheitert Kratos im Finale von God of War 1 und kann Ares mit diesem Schwert nicht mehr besiegen. Ah, scheiße, sie ist auf dieser Seite hochgekommen. Nein, 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 nein. Du bist so ein Miststück. Hör auf. Toll. Toll. Hey, diese... Miesviecher hier stressen noch. Toll. Was wollt ihr von mir alle? Los, verzieht euch doch mal alle. Na toll. Ich muss besser mit dem Kontern werden, ey. Wenn ich diese Phase verliere, dann liegt es nur daran, weil ich scheiße gekontert habe.
Stop it! Aha! Finish her! Nein, ich war zu langsam! Ich habe mich schon zurückgelehnt, weil ich gedacht habe, das war's. Aber hätte ich mir eigentlich denken können. Nein, was machst du denn, Kratos? Gott, jetzt aber bitte nicht den Quicktime-Event verhunzen. X. Was kommt als nächstes? Viereck. Noch was? Nochmal Viereck. Stimmt, noch ein viertes, oder? Endgültig leid, Kratos. Diese Macht war niemals für Sterbliche wie dich bestimmt. Und trotzdem habe ich deine Schwester eingesperrt. Okay, wir kämpfen wieder gegen Lachesis, aber Apostos kommt noch ab und zu raus. Heieiei. So, und bevor du Mistvieh abhaust, damit den ersten Spiegel mit zerstört. Wir müssen Lachesis immer bearbeiten. Und wenn ihre Schwester dann durch den Spiegel durchguckt, diesen zerstören. Oh, tut mir aber gar nicht leid. Scheiße, ich hätte vielleicht im Blockmodus bleiben müssen. Ah, 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 geh weg. Na, wartet. Na, wartet. So. Jetzt können wir die weiter bearbeiten hier. Ich bin nämlich Apostos jetzt aus, quasi. Na, weißt du aus? Was passiert? Was passiert? Wow, wow, wow. Okay, das hätte ich eigentlich kontern können. Alter. Na gut, das Spielchen können wir zu zweit ausspielen. Au. Müssen wir echt aufpassen. Tja, das war's dann für dich, wa? Deine eigene Schwester hast du abgestochen. Jetzt weißt du, wie sich Kratos fühlt.
Das war das Ende von Apostus und Nachesis. Bleibt nur noch Clotho. Ja, ich kenne die Namen von den Schicksalsschwestern, aber wir wollen mal kurz zwischenspeichern. Somit sind 2 von 3 Schicksalsschwestern bezwungen. Denn, tja, die haben es ja auch drauf angelegt. Es geht also jetzt dem Finale entgegen. Wir haben nur noch eine einzelne Schicksalsschwester vor uns. Und dann ist Zeus dran. Das wird schon in einer der nächsten Folgen passieren, deswegen vergesst auf jeden Fall nicht, einen Kommentar zu hinterlassen. Freut euch auch mit Spannung auf den Höhepunkt des Spiels. Und ich bin hier raus. Peace out!